Wenn Sie jemals im Wald verloren gehen und ganz plötzlich eine Menge bläulich-schwarzer Finger sehen, die von unten hervorstechen, geraten Sie nicht in Panik. Sie haben wahrscheinlich Xylaria polymorpha gesehen, eine Pilzart, die auch als tote Männerfinger bekannt ist. Der Name ist sehr treffend. Sie wachsen in Gruppen von 4 oder 5 und wenn sie alt genug sind, werden sie schwarz und krumm. Die bläulichen Nägel, die Sie auch sehen können, sind nur Taschen mit Sporen und sie sind nur in jungen Pilzen vorhanden. In späteren Stadien fallen sie ab und der Pilz wird einheitlich dunkel. Xylaria wachsen auf Baumstümpfen und kranken Bäumen, die bereits zu verrotten begonnen haben. Sie ernähren sich von deren Säften und überlassen den Rest den Bakterien. Sie sind völlig harmlos, aber falls es jemanden interessiert, sie sind ungenießbar. Obwohl sie wahrscheinlich eine nette Ergänzung zur Halloween-Dekoration wären. Und wenn sie noch eine Menge Tintenfisch-Tintlinge dazugeben, wird ihre Gruselparty sicherlich ein Herzensbrecher sein. Der Oktopus-Stinkhorn ist auch ein Pilz. Aber während Xylaria noch ein wenig an das menschliche Aussehen erinnert, sieht dieser aus wie etwas aus einer anderen Dimension, der unaussprechlichen Schrecken. Es beginnt mit einem Ei, einem grünlichen, ledrigen Sack, in dem der Pilz wächst, bis er bereit ist zu platzen. Dann beginnt es auseinanderzufallen und zeigt dabei schreckliche, blutrote Tentakel und scheidet dunkelgrünen oder schwarzen Schleim aus. Und als ob das noch nicht genug wäre, um einem Gänsehaut zu bereiten, riecht der Pilz auch noch nach verrottendem Fleisch. Auf diese Weise zieht er Fliegen an, die seine Sporen herumtragen und so andere Monstereier hervorbringen. Während Sie sich langsam von dieser überirdischen Kreatur zurückziehen, achten Sie darauf, auch zurückzuschauen und nicht über eine andere, ähnlich schreckliche Sache zu stolpern. Die Schakalnahrungspflanze. Sie verbringt den Großteil ihrer Zeit unterirdisch und ernährt sich von anderen Pflanzen in der Nähe. Aber sobald sie durch eine Erdschicht bricht, beginnt sie sofort zu blühen, öffnet sich in etwas, das am besten als blindes, dreikieferiges Reptilienbiest beschrieben wird. Sie stinkt auch nach verrottetem Fleisch und lockt Fliegen und Mistkäfer an, damit mehr dieser Pflanzenparasiten überall sprießen können. Aber wenn Sie hoffen, die Schakalnahrungspflanze am Geruch zu erkennen, stellen Sie zunächst sicher, dass sich keine Titanenwurz in der Nähe befindet. Diese Pflanze sieht nicht bedrohend, sondern majestätisch aus. Es handelt sich um eine riesige grüne Blume, die bis zu 3 Meter hoch wird, so groß wie ein Braunbär auf seinen Hinterpfoten. Dennoch ist es unwahrscheinlich, dass Sie lange ihre Schönheit bewundern, denn sie verströmt einen starken Geruch nach Verwesung. Während Sie möglicherweise Ihre Nase zuhalten, um den spezifischen Gestank nicht einzuatmen, lieben Fliegen und andere Insekten mit nicht sehr ausgeprägtem Geschmack diesen Geruch und bestäuben die Pflanze. Dieser Strauch mag Sie vielleicht nicht durch seinen Geruch abschrecken, aber er hat noch einige andere Asse im Ärmel. Pycnandra acuminata mag harmlos aussehen, aber er ist der Guru des Vergiftens. Er wächst in Neukaledonien im Südpazifik und zeigt ein merkwürdiges Verhalten. Sobald seine Rinde geschnitten wird, beginnt dieses Kerlchen einen leuchtend blaugrünen Latex zu bluten. Das Problem mit diesem Latex ist, dass er bis zu 25% Nickel enthält. Ein Metall, das für die meisten Pflanzen in mehr als geringen Mengen hochgiftig ist. Ich würde es vollkommen verstehen, wenn Sie vor all diesen stinkenden und giftigen Albträumen schreiend davonlaufen würden. Aber denken Sie daran, auch die Bäume haben Ohren und Sie werden sie weinen hören. Lernen Sie Auricularia kennen, einen gallertartigen Pilz, der genau wie menschliche Ohren aussieht. Diese Ohren wachsen auf Bäumen und ernähren sich von ihnen. Ein ausgewachsener Pilz sieht aus, als ob er ein Ohr wäre, das an den Baumstamm angeklebt ist. Aber wenn Sie genauer hinschauen, werden Sie sehen, dass er irgendwie durchscheinend ist. Obwohl sie ihnen anfangs vielleicht Angst machen, sind sie eigentlich nicht so schlecht für sie und sie können sie sogar sicher essen. Ohrsuppe, jemand? Ein weiterer Körperteil, der hier einem Pilz ähnelt. Der blutende Zahnpilz sieht aus. Sie haben es erraten wie Zähne. Aber diese Zähne sind irgendwie gruselig. Es handelt sich um weiße, geleeartige Stummel, aus deren Poren blutrote Flüssigkeit austritt. Aber lassen Sie sich von Namen oder Aussehen nicht verwirren. Der Pilz hat seinen Namen wegen der zahnähnlichen Vorsprünge auf seiner Haut bekommen, auf denen er seine Sporen anbaut. Und die Flüssigkeit ähnelt in vielerlei Hinsicht dem Baumsaft. Der Pilz sondert ihn ab, wenn er zu viel Wasser aus dem Boden aufnimmt, obwohl niemand den Zweck kennt. Was das Nicht-Essen-Wollen betrifft, nun, er ist nicht giftig. Er schmeckt einfach wirklich schlecht. Er hat auch noch einen weiteren Spitznamen.
Manche Leute nennen ihn Erdbeere und Sahne. Ich meine, das muss wirklich der irreführendste Spitzname aller Zeiten sein. Es ist wahrscheinlich nicht so beängstigend wie der Rest dessen, was ich Ihnen bereits erzählt habe, aber trotzdem wird Ihnen ein Strauch namens Puppenaugen mit Sicherheit einen Schauer über den Rücken jagen. Es handelt sich um eine grüne Pflanze, die hohe rote Stängel an ihrer Spitze hat, die mit zahlreichen weißen Beeren geschmückt sind. Was es unheimlich macht, ist, dass jede Beere einen schwarzen Punkt in der Mitte hat, wodurch die gesamte Struktur wie ein gruseliger Augapfelbaum aussieht. Wenn Sie allerdings nicht durch Ihr Aussehen abgeschreckt werden, sollten Sie nicht einmal daran denken, eines Ihrer Augen auszuprobieren. Sie sind stark giftig und eine einzige Beere kann sogar eine völlig gesunde Person leicht umhauen. Hey, sieh mal, was ist das schwarze Ding dort drüben? Ist das eine Fledermaus? Oh, nein, es ist nur eine weitere Blume. Aber ihr Name ist vielsagend, die Schwarzfledermausblume. Im üppigen Regenwald der Tropen ist es ziemlich einfach, diese unheimliche Blüte für eine echte Fledermaus zu halten. Besonders in der Dämmerung. Aber viele Leute scheinen diese Pflanze zu mögen und ziehen sie in ihren persönlichen Gärten groß. Als Vogelscheuche vielleicht. Eine weitere gruselige Option für ihren Garten ist die Kobrapflanze, die auch als kalifornische Schlauchpflanze bekannt ist. Sie hat röhrenförmige Blätter, die an den Enden gekräuselt sind, sodass sie echten Kobras ähneln, die bereit sind anzugreifen. Wenn Sie sich jemals dazu entscheiden, sich ein solches Haustier zuzulegen, haben wir gute Nachrichten. Es ist überhaupt nicht wählerisch und es ist in Ordnung, wenn es nur einmal im Monat ein Insekt hat. Ja, es ist ein Fleischfresser, aber es ist nicht gierig. Und es wird wahrscheinlich helfen, die Fliegen fernzuhalten. Was Gärtner in ihren Hinterhöfen nicht mögen, ist der Zedernapfelrostpilz. Er ist nicht nur schädlich für die Zedern, daher der Name, sondern sieht auch ziemlich abstoßend aus. Er beginnt als Fleck auf den Blättern eines Baumes und ist anfangs nicht leicht zu erkennen. Aber sehr bald wächst er zu einer bräunlich-gelben Schote heran, die ständig an Größe zunimmt, bis sie groß genug ist, um auszutreiben. Und das ist die abscheulichste Phase. Die braune Schote beginnt, orangefarbene Tentakeln auszustoßen, was das Ganze wie eine exotische Frucht aussehen lässt. Bald bedecken die Triebe, die eine geleeartige Textur haben, immer mehr von der Schote und hängen wie eine orangefarbene, mutierte Krake vom Ast. Zusätzlich reagieren sie auf die Luftfeuchtigkeit und schrumpfen, wenn es zu trocken für sie ist, und schwellen an, wenn es nass ist. Interessiert du dich für Schwimmen? Wenn ja, Vorsicht! Du magst vorsichtig auf dem Land sein und auf Venusfliegenfallen achten. Aber sie hat auch eine Zwillingsschwester, die in Süßwasser lebt. Ihr Name ist Wasserschlauch und ja, diese Pflanze knabbert gerne an allem, was ihr in den Weg kommt. Mückenlarven? Ja, bitte. Ein paar Kaulquappen dazu? Sicher. Sie glauben vielleicht nicht an Werwölfe, aber sie werden an Zombies glauben müssen. Oder zumindest an den Zombiepilz. In tropischen Gebieten gefunden, gelangen die Sporen dieses Kreaturs in die Körper von Ameisen und wachsen dort unbemerkt, bis sie bereit sind. Anfangs geht das Insekt wie gewohnt seinen Geschäften nach, aber nach ein oder zwei Tagen beginnt es sich unwohl zu fühlen. Die Sporen in ihm manipulieren die Ameise und sie klettert auf eine ganz bestimmte Höhe, 25 cm über dem Waldboden. Hier fühlt sich der Pilz am besten und kann die nächste Portion Sporen aussenden. Er bricht durch die Panzerung der Ameise hindurch und schießt spitze Nadeln mit Sporen nach unten, auf die Köpfe anderer ahnungsloser kleiner Arbeiter. Aber ehrlich gesagt, solange sie keine Ameise sind, müssen sie sich keine Sorgen machen.